Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Zum heutigen Mod geht es um den Rollmaco U436HP. Und in diesem Video möchte ich euch diesen Mod hier mal genauer vorstellen. Vorab aber dafür noch ein paar kleine Informationen. Ihr findet den Mod aktuell noch unter neuesten Mods oder in der Kategorie Grubber. Der Autor von diesem Mod heißt hier JMZ. Und die Modgröße liegt hier bei ca. 19,64 MB. Ist in der Version 1.000 aktuell für alle Plattformen verfügbar. Wenn ihr diesen Mod hier zum ersten Mal auf der Konsole kaufen wollt, kostet euch dieser ca. 18 Slots. Und wenn ihr diesen Mod dann nochmal kaufen wollt, dann nur noch einen Slot. Das Ganze ist zu finden unter Mods und DLCs. Und da haben wir hier schon den Rollmaco. Dieser wiegt alleine ca. 9,3 Tonnen, braucht mindestens 245 PS, hat eine Arbeitsbreite von 6 Metern und eine Arbeitsgeschwindigkeit von 13 km/h. Kostenpunkt in der Standardversion ca. 53.000 Euro. In der Konfiguration haben wir hier aktuell wählbar die Reifenhersteller, zum Beispiel hier Trelleborg, BKT, Michelin, Nokian, Fredestein oder Trelleborg. Bei Trelleborg haben wir hier aktuell wählbar die Reifenvariante Standard oder halt Standard 2 oder halt Breitreifen oder halt wieder Standard. Dann haben wir aktuell wählbar BKT nur Standard, Michelin nur Standard, Nokian nur die Breitreifen, Fredestein aktuell Standard wählbar, Standard 2 oder halt Standard und dann haben wir hier wieder Trelleborg. Jetzt haben wir hier aktuell wählbar Balken mit Lichtern. Die haben wir aktuell wählbar mit Nein oder mit Ja. Da haben wir hier aktuell die Lichter am Heck. Oder auch Nein. Die Farbwahl könnt ihr hier auch anpassen. Aktuell auch hier in der Hauptfarbe. Zum Beispiel Blau. Oder halt hier Blau 2. Oder auch hier in Blau 3. Und die Designfarbe haben wir hier aktuell auch wählbar. Von zum Beispiel Schwarz auf Blau. Von Blau auf Blau 2 oder auch hier wiederum in Blau 3 zum Beispiel. Dann ist alles hier blau auf dem Arbeitsgerät hier, anstatt zum Beispiel hier schwarz. Kostenpunkt hier in dieser Konfiguration auch hier wiederum nur 53.000 Euro. Wir wollen uns das Ganze hier mal genauer anschauen und wollen das Ganze auch gerne mal testen. Dafür habe ich mir hier mal einen Marcel Ferguson genommen, ne? Und das Ganze können wir hier auf dem Feld mal ausprobieren. Dafür fahren wir im Prinzip hier immer an die Maschine ran oder an das Anbaugerät dran, drücken X mit ankoppeln und dann haben wir hier aktuell wählbar zum Beispiel L1 und X für aufklappen und zuklappen. Dann haben wir aktuell noch wählbar im Prinzip L1 und rechter Stick nach oben oder nach unten. Dann können wir hier diese Räder wählen, diese Radeinstellung. Ne? Wird hier auch nachgestellt nacheinander. Ne? Ist auch cool gemacht, auf jeden Fall. Und dann können wir das Ganze halt mal absenken und halt hier mal eine Bahn fahren lassen. Dann lassen wir das Ganze mal auf dem Boden. Und fahren dann damit mal eine Runde hier. So sieht das Ganze aus. Ich habe aktuell jetzt noch die Steine an, deswegen kommen hier noch Steine heraus auf dem Feld. Und dann kann man hier schön damit krubbern und könnt ihr damit auch schön arbeiten im Prinzip. Ist auch wiederum ein schöner Krubber hier mit 6 Metern Arbeitsbreite und damit könnt ihr wie gesagt gut arbeiten für eure Farm natürlich. Dann klappt man das Ganze wieder zusammen, fährt sich automatisch hoch, L1 und X wird zusammenklappen und dann haben wir hier das Ganze zusammengeklappt. Können wir natürlich dann hier wieder so wegfahren. Wir haben aktuell aber noch im Prinzip die Lichter am Heck, deshalb leihe ich mir einfach mal hier mal einen Traktor zum Beispiel
und koppel den jetzt einfach mal an den einen, der das Licht am Heck hat. Hier haben wir aktuell mal die andere Blaufarbe genommen. Ne? Auch hier einfach dran fahren. Und dann haben wir hier aktuell Blinker links, Blinker rechts. Das normale Licht. Auch hier schön gemacht. Ne? Zwei Lichter links und zwei Lichter rechts. Ne? Auch cool gemacht. Und natürlich hier auch die Bremsleuchte. Zwei links oben und zwei rechts oben. Sieht auf jeden Fall auch cool gemacht aus. Natürlich könnt ihr das Ganze halt wählen mit den Lichtern am Heck oder halt ohne. Ja, da kommt hier noch so ein 25 km/h-Schild drauf. Das Ganze geht dann halt natürlich auch. Ist auf jeden Fall auch ein schöner Grubber mit ca. 6 Metern Arbeitsbreite. Und ist auf jeden Fall auch noch ein Mod-Test mal wert. Genau. Dann sind wir hier leider schon zum Ende von diesem Video hier gekommen. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Wenn ja, lasst mir doch gerne mal euer Feedback da. Falls ihr dann noch Fragen habt, Anmerkungen oder gern mehr, schreibt die doch gerne bitte unten in die Kommentare. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.